Wenn Sie einen Menschen nehmen wir mal an, Sie nehmen jetzt jemanden, hier kommen jetzt so irgendwelche bösen Menschen rein, greifen irgendjemand von uns, verbinden dem die Augen, zerren den in ein Auto, fahren ihn, er merkt, er wird gefahren. Und dann irgendwann hält das Auto, er wird wieder rausgezerrt aus dem Auto, in ein Haus gezerrt und dann ist er in einem Raum und dann nimmt man ihm die Augenbinde ab. Was ist die erste Frage, die dieser Mensch stellt? Wo bin ich? Nicht, wer ist im Raum, nicht, was geht ab, nicht, warum macht ihr das mit mir, sondern wo bin ich? Die Orientierung, wo man ist, ist also absolut vordergründig. Ist das, was wir zuerst brauchen. Und deswegen die Frage, wo sind wir? Wir sind im Moment im Thema Volks- und Betriebswirtschaftslehre. Wir sind bei der grundsätzlichen Einordnung, man könnte auch sagen bei der grundsätzlichen örtlichen Orientierung. Und zwar beim Grundgedanken oder beim Grundproblem. Sie sehen in Ihren Unterlagen zwei sich teilweise überlappende Dreiecke. Das tiefere ist das Dreieck für VWL. Sie sehen das in der Bezeichnung oben, ne, auf der Querlinie. Und das höher liegende ist das Dreieck BWL, soll ausdrücken, dass die Volkswirtschaftslehre älter ist, dass sich die Gebiete teilweise überlappen und dass sie beide das gleiche Grundproblem haben. Wird das deutlich? Okay. Weiß. Wahrnehmen, ja, wahrnehmen, Strukturen wahrnehmen. Sie fragten vorhin nach effizientem Lernen. Ich sagte, dafür brauche ich jetzt nur 23 Tage, aber hier kommt ein wesentliches Element. Wahrnehmen. Wahrnehmen der Strukturen. Und mit Worten beschreiben. In Ihrem Fall nennt man das Subvokalisieren, das heißt gedanklich beschreiben, also sozusagen die Gedanken stillsprechen. Ja, das ist ein erstes Element von effizientem Lernen, Strukturen wahrnehmen und subvokalisieren, das heißt mit Worten still beschreiben. Sie können es natürlich auch laut machen, nur wenn wir das jetzt alle täten, dann gäbe es ein bisschen Durcheinander. Das Grundproblem an der Spitze des Dreieckes in beiden Fällen lautet laut Lehrbuch, und jetzt kommt das Schlüsselwort, Knappheit. Notieren wir das. Das Grundproblem laut Lehrbuch lautet Knappheit. Und jetzt gestatten Sie mir eine private Bemerkung. Ich halte das für einen Grundirrtum. Ja, ich halte das für einen Grundirrtum, dass irgendetwas knapp ist. Man kann sagen, Dinge sind verfügbar oder im Moment nicht verfügbar. Genau. Aber Knappheit halte ich für einen Grundfehler. Und wenn wir uns die Knappheitsbrille allerdings aufsetzen, dann nehmen wir das ganze Weitere durch diese Knappheitsbrille wahr. Das ist das Phänomen von Bewusstsein. Man braucht sich nur eine bestimmte Brille aufzusetzen und dann sieht man die ganze Welt durch diese Brille. Und diese Brille, die man sich hier am Anfang aufsetzt, halte ich für falsch. Das heißt, ich halte alles, was im Weiteren folgt, für falsch. Ich glaube, dass wir keine Knappheit haben, sondern wir haben allenfalls im Moment Verfügbarkeit oder im Moment Nicht-Verfügbarkeit. Klammer zu. Ja, das steht in den Lehrbüchern nicht. Ja, meine Meinung, die Sie nicht teilen müssen. Wir müssen hier den Lehrbüchern folgen und sagen, das Grundproblem, das allgemein angenommen wird, ist Knappheit. Das Wort Ökonomie stammt aus dem Griechischen und heißt Hauswirtschaft. Das heißt, auch hier geht man davon aus, dass wir einen Haushalt haben, sagen wir Papa, Mama, zwei Kinder, dass ein bestimmtes Einkommen zur Verfügung steht, nicht unbegrenzt, sondern ein bestimmter, sagen wir, Nettobetrag. Ja, ich weiß nicht, ob die alten Griechen schon mit Brutto- und Nettobeträgen gedacht und argumentiert haben. Aber stellen wir uns das so vor, ein bestimmter Geldbetrag kommt monatlich rein und damit muss gewirtschaftet werden. Damit müssen die Bedürfnisse von Papa, Mama und den beiden Kindern befriedigt werden. Und da man wahrscheinlich nicht für jedes Bedürfnis genug Geld zur Verfügung hat, muss man wirtschaften. Also, aus diesem Grundproblem Knappheit entsteht die Grundaufgabe oder man kann auch sagen, der Zwang zum
wirtschaften, notieren wir uns das. Aus dem Grundproblem Knappheit entsteht die Grundaufgabe wirtschaften. Wirtschaften, lassen wir den Zwang mal weg. Wirtschaften, und wirtschaften heißt optimale Verteilung der Ressourcen. Grundaufgabe, optimale Verteilung der Ressourcen. Darum geht es im Lernen ohne Leiden. Mein Name ist Dr. Marius Ebert. Seit mehr als 25 Jahren lernen Menschen durch meine Methode leichter und bestehen ihre Prüfung sicher. Meine Methode funktioniert schnell und sicher. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann klicken Sie bitte auf den Link unter diesem Video.